Okay, jetzt kommt's nämlich dicke. Du musst weg. Und da kommt jetzt genau so ein Stein rein. Ich glaube, das muss so rum. Ja, genau. Und hier. Oh, das ist jetzt genau falsch rum. Nein. Ja, nee, eben. Momentchen mal. Momentchen mal. Oh Gott. Halt. Wait a second. Gut, wir können die Spitze hier auf zweierlei Arten machen. Wenn wir es einfach reinklippen, müsste das Ganze quasi so aussehen. Und dann, ich fick deine Oma ins Koma. Müsste das denn so aussehen, ne? Jetzt will ich dich einfach ineinander klippen. Man könnte natürlich auch hier sagen, okay, dass man die Seite hier auch noch abflacht. Die Teile müsste es eigentlich auch geben. Macht aber eigentlich keinen Sinn. Weil eben hier vorne haben wir auch einfach nicht, dass es einfach abgeschnitten aussieht. Man könnte aber, damit ihr wisst, was ich meine, auch sagen, dass man. Nein, hier brauche ich nur. Na gut, fahre ich erstmal aus zum Testen. Nein, dass man die da wegmacht. Ich glaube, das muss ich jetzt so machen hier. Und dann die quasi. Was denn los mit mir? So. Aber das sieht halt auch komisch aus. Ne? Dann wäre das quasi so hier. Dann wäre das so. Und das wäre dann so. Aber das finde ich optisch halt schon. Das sieht behindert aus. Nee. Also da bin ich dann wirklich für die Clipping-Variante, dass wir es einfach reinklippen lassen. Sprich also so. Und so. Dann haben wir hier ein bisschen abgeschnitten, aber es sieht optisch trotzdem besser aus als das andere da. Das sieht dann. Wir können natürlich top-notch gehen, also richtig abstrakt hart. Mal gucken, wie das aussieht. Wenn ich jetzt einfach sage, wir machen das nach da, das nach da und schneiden auch das Holz. Das könnte man natürlich auch machen. Wäre zwar natürlich technisch gesehen interessant, weil damit hast du dann wieder das Problem, dass du das Holz damit schwächst. Also, genau, das müsste das hier sein. Nehmen wir mal davon. Zwei. Aber es würde als optisch. Wäre das vielleicht das Beste aus Beinwelten? Dass man sagt hier so. Bam. Das wäre vielleicht. Ja, ich weiß nicht. Hey, glaube ich, geht doch schon eher denn wirklich für die Variante. Entweder halt. Ich glaube, wir machen das. Ja. Ja, wir machen das. Das sieht am ehesten. Da kann ich mich am ehesten anfreunden. Das ist alles andere ist irgendwie total abstrakt. Alles andere ist mir einfach zu abstrakt. Boah, im Keller. So, wie
Wieso haben wir eigentlich die ganzen Versuche mit den Dingern gemacht, wenn wir eigentlich ein Brückdach bauen wollten? Egal. Es geht ums Prinzip. Also können wir die Dinger aber wieder, weil die brauchen wir auf jeden Fall nicht. Dann machen wir mal dich nach da, dich nach da und dich nach da. Und voilà. Dankeschön. Das sind diese Wiederverwendungsfunktionen. Wenn man weiß, was damit gemeint ist, ist schon echt gut. Also, ich hatte ja schon früher die Idee, was das sein könnte. Nur ich dachte halt früher, wenn man hier so eine Blöcke hat, dass man die dann einfach so reinklatschen kann. Aber ne, das geht halt nicht. Du musst halt erstmal den Ausgangszustand hier reinpacken und dann kannst du sie wieder verwenden. Und das ist halt nicht intuitiv. Aber wenn man weiß, wie es geht, wurde mir damals in die Kommentare geschrieben, ne, dann ist das auch eine ganz coole Funktion. Ja. Falsch gesetzt, schon wieder. Ach, da. So, das heißt, wir brauchen das. Ja, der ganze Scheiß erstmal wieder hier rein. So. Außer du. Du kommst mit nach da. Hab habe ich noch mehr Kies und noch mehr Sand drin. Geil. So. Achso, ihr beide könnt auch zurück. Dankeschön. Okay, ab wie aufs Dach. Ich glaube, da komme ich so schneller voran. Der Ding geht ja bis aufs Dach. Gott, ist das hoch hier. Holy Wackamoli. So. Das heißt, hier die Mitte müsste das hier sein. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Genau, doch. Ja. 1, 2, 3. So, genau. Jetzt wird nämlich 1 drüber. Das geht ja schon wieder drunter und drüber. Ich sag's euch. 1, 2, 3. Eins, zwei, drei, vier. Nee. Was mache ich denn da? Hier ist auch nur drei. Bin ich dumm oder was? Wow. So. Eins, zwei, drei. Kopieren. Einfügen. Einfügen. Jetzt wieder hier diese Kacke. Ich habe halt bei den Ecken immer Angst, wenn ich mich mit der Shift-Taste bis zur Ecke antaste und dann da stehen bleibe und dann die Shift-Taste loslasse, dass ich dann trotzdem runterfalle. Obwohl ja das genau so ist, also mit der Shift-Taste läufst du halt genau so nah an die Ecke, dass du halt nicht runterfällst, auch wenn du kein Shift gedrückt hältst. Also, ne, die Shift-Taste ist jetzt nicht, dass du da dich irgendwie dran klammerst oder sowas, sondern es ist wirklich nur, dass du nicht weiterläufst. Aber ich meine, Kopf-Gehirn-Prozessen, das ist trotzdem mal Panik. So, jetzt mal hier dich kopieren. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Und jetzt hier das gleiche Spiel. Bam. So, da geht es auch nur bis rauf. Man könnte natürlich überlegen. Nee, macht keinen Sinn. Ich habe gerade überlegt, ob man hier auch nochmal sogar eins drüber geht, aber. Erstens würde das Ding dann in der Luft schweben, würde super hässlich aussehen. Und es macht halt auch statisch keinen Sinn. Ich meine, gut, vielleicht sogar schon, ne, weil angenommen, also jetzt, wenn man jetzt hier von den Kräften ausgeht, die hier auf dem Holz lasten, ne, das Ding, gut, es lastet hauptsächlich wahrscheinlich hier drauf, das kurze Stück ist ja bloß was. Aber angenommen, die Dinger wären nicht hier und die gesamte Last wäre hier auf den Punkt. Dann könnte es natürlich sein, weil hier das Holz offen ist, dass es hier anfängt auszufransen und damit drastisch an Stabilität verliert und dementsprechend hier das nicht mehr so gut tragen kann. Ne? Während hier, wenn hier das Ende ausfranst, wäre es ja der Block. Das heißt, der Block hat immer noch volle Stabilität und damit komplette Steifigkeit. Aber wie gesagt, das ist ja eh hier nicht mal wirklich eine tragende Struktur, weil ja
der Pfosten und der Pfosten das Hauptgewicht tragen. Von daher geht das so. Ja. An mir ist schon ein kleiner Statiker verloren gegangen. Ob das nun zum Guten oder zum Schlechten ist, ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich eher zum Schlechten. Weil ich mir über Sachen den Kopf zerbreche, die absolut irrelevant sind. Ist immerhin fucking Mind-Test-Game. Hier gibt es sowas wie Physik nicht mal. Gut, Sand und Kies fällt runter, ja, und Wasser fließt. Aber, ja, okay. Ja, das ist doch schon mal ein schniekes Grundgerüst. Das kann man doch so schon mal verkaufen. Auf eBay als lightly used. Ohne Dach. Jetzt ganz neue 13 Millionen Euro Villa ohne Dach. Yay! Brauchst du keinen Swimmingpool mehr. So, jetzt kommt der spaßige Teil. Achso, ich muss die ja noch sägen. Wir sind schon wieder out of food. Das gibt's doch gar nicht. So, Rinder, wir brauchen. Wo sind die Dinger denn? Da. Warum 64? Finde ich gar nicht lustig. Gib mir mal und gib mir mal. Gib mir mal und gib mir mal. Oh, vor allem müssen wir es von oben und von unten dran machen, ne? Oh, wird schon wieder alles so hässlich. Das ist doch alles so hässlich. Ah, bin ich ja gar kein Freund von. Bin ich ja gar kein Freund von. Kann man das nicht irgendwie kombinieren? Also angenommen, ich mache jetzt hier so ein Ding daran und kopiere das. Digga, stell dir mal bitte vor, wie schwierig die so ein Dach zu bauen wäre, ohne das Replacement-Tool. Stellt euch einfach mal vor, wie man so ein Dach bauen möchte, ohne das Replacement-Tool in der Größenordnung. Stellt euch. Okay, jetzt. Digga, das wäre doch Selbstmord pur. Also ich meine, bei dem Dach, was wir für unser erstes Haus gebaut haben, war das Ding schon scheiße. Schon Gold wert. Aber so ein Dach? Heilige Scheiße. Da würde ich gar nicht dran denken müssen. Ganz ehrlich. So, jetzt machen wir hier erstmal. Doch, das müsste funktionieren. Machen wir hier nämlich einfach erstmal so hier. Ja, da geht es natürlich nicht. Danke. Jetzt müssen wir da und irgendwie die Gegenseite drunter klatschen. Ich weiß nicht genau, wie das gehen soll. Wir müssten irgendwo was haben. Komme ich hier so ran? Ja, geht. Ha, geil. So. Das kopieren wir jetzt. Doch, 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 so geht's relativ easy. So geht's relativ easy. Voila. Jawohl, ja. Jawohl, ja. Kommt in meine WhatsApp-Gruppe. Ihr Pisser. Euer Gehalt. Pissig. Weg damit. Danke. So, jetzt müssen wir nämlich einfach wieder das obere kopieren. Das. Könnt das dann einfach hier wieder ran kopieren. Ja, doch, so geht's. Ja, das ist er. Meine Fresse, ich habe ganz vergessen, wie easy das Ganze ist mit dem Replacement-Tool. Holy Guacamole. Das ist ja ein Witz, ist das. So, da kopieren. Jetzt können wir einfach wieder hier ran und so weiter und so fort. Also ist das nicht krank? Das Einzige, was ein bisschen schwierig wird, ist der Überhang. Aber den können wir auch, wenn ich jetzt hier kopiere. Ja gut, da kommen wir an die Leiter nicht mehr ran. Mache ich erstmal so. Hier ist ein bisschen schwieriger, weil du aufpassen musst, dass du nicht runterfällst. Aber auch das ist, wie man sieht, machbar. Tada. Ja, ist also das ist echt ein Witz. Das ist nun wirklich absolut kein Hexenwerk. Zuckermine sei Dank. Ich weiß gar nicht, macht Zuckermine noch Mods? Hab's wissen schon länger von ihm, von ihr nichts mehr gehört. Also gut, habe ich jetzt die Treppen dran? Ne? Ja, habe ich. Okay. Achso, das können wir gar nicht mehr kopieren. Doch, können wir. Und zwar von hier. Nein! Du Hure!
Na ja gut, hier können wir jetzt von unten natürlich nicht mehr so einfach gegen machen. Hier muss ich jetzt auch wieder so arbeiten. Ja, egal. Also manche knifflige Stellen gibt es halt trotzdem noch, aber es ist halt bei Welten milliardenfach einfacher als ohne dem Placement-Tool. Ich meine, ohne dem Replacement-Tool, erstens bräuchtest du ein Nervenkostüm, da reichen Titanseile gar nicht mehr aus. Ja? Weil du bräuchtest für jeden fucking Block. Ich meine, die Blocks, die hier so rum sind, die würden vielleicht noch gehen mit Ach und Krach. Aber die Blocks von unten, da bräuchtest du für jeden Block einen Schraubendreher. Oder du machst das irgendwie von innen, dass du dir erstmal aus Sand so ein Podest baust, oder also aus Dirt, so ein Podest baust, dass du von unten überall rankommst und dann kannst du von unten von gegen klicken. Würde auch gehen. Da bräuchtest du zumindest keinen Schraubendreher, glaube ich. Aber ja, also es gibt Mittel und Wege tatsächlich, aber mit dem Placement Tool ist es halt milliardenmal einfacher. Ja, Seite 1 fertig. Geil. Seite 1 von 6. So, hier brauchen wir jetzt. Ja, eben durch diesen Holzbalken kommt er gar nicht mehr durch, ne? Na gut, der muss der erstmal wieder weg. Können wir später wieder ranmachen, zur Not. Oh nein, Ronny. Jetzt hast du die beiden tragenden Pfeiler weggemacht. Jetzt hast du noch den Baumstamm, der ausgefranst ist. Jetzt schaut das gesamte Gebäude in sich zusammen. Oh. 7 Days wäre stolz auf dich. Ja. Geht mal alle kacken. So. Wir brauchen da. Was mache ich hier gerade? Wir brauchen das. So. Kopieren, einfügen. So. Deine Mutter. Da. Ich schau dich gleich tot. Ne, weil genauso wie ich es hier gemacht habe. Ich habe ja hier. Gut, das ist genau da, wo wir das Ding hinbauen wollten. Damit. Man könnte sich also hier so ein Dirt-Possessed machen, sodass du immer so gucken kannst. Und sobald du halt so guckst, kannst du die Dinge auch ransetzen, ohne halt Schraubendreher zu benutzen. Aber wie gesagt, die hier, ne, weil so geht's dann schon nicht mehr, ne? So geht's noch. Aber sobald du halt mehr als 45 Grad gedreht bist, ist es dann natürlich. Wobei, der richtet die jetzt an den anderen aus. Cool, der richtet sie an. Wow, das ist aber neu, oder? So, normalerweise, wenn du die einfach frei platzierst. So. Dann richtet er sie nämlich nach Guckrichtung aus. Aber weil das scheinbar schon welche sind, selbst wenn ich jetzt so platziere? Tatsächlich. Wow! Okay, das Feature ist neu. Ah! Da ist es wohl irgendwelchen Leuten echt aufgefallen, dass es vielleicht mal günstig wäre, das zu überarbeiten. So, aber hier ist das wahrscheinlich nicht mehr. Selbst hier? Woran richtet er das Ding aus? Etwa an dem Block über ihm oder was? Wow. Okay, da geht es jetzt nicht mehr. Schade. Na gut. Das wäre auch das. Aber wow. Wow. Okay. Das ist ja. Wow. Okay, ich sollte öfters mal Vanilla Mai Test spielen. Wow. Wie ich jetzt hier einfach hin platziere. Tatsächlich. Wow. Warum weiß ich davon nichts? Warum sagt mir sowas keiner? Hä? Ihr Schweine? Jetzt fühle ich mich dumm. Alles eure Schuld. Ihr habt mich dumm gemacht. Wow. So. Ach so, ja, siehst du, eigentlich müssten wir an der Stelle hier das Innendach auch ausfräsen. Oh, das wird noch ein Spaß. Die Stellen hier, das wird noch ein Spaß. Ja. So, jetzt, wie kriegt die hier platziert? Gar nicht, ne? Das heißt, hier muss ich kopieren. Hier muss ich den kopieren und dann hier einfügen. Anders kriegen wir es hier wahrscheinlich nicht hin. Als das geht. Ah, leck mir am Arsch. Oh, ah, okay. Hat nur ein bisschen gebraucht. Ist das krank? Warum geht das? Warum geht das und ich weiß davon nichts?
Okay, also geht nicht immer. Wenn ich jetzt hier abbaue und jetzt hier ranbaue, geht's auch wieder. Das ist so krank. Ist auch richtig ausgerichtet. Rotate 3 around Y, minus Y. Also ist genau gleich rotiert. Das ist doch krank. Das ist doch krank. Warum ist es schon wieder dunkel? Gerade wo es so krank wird. Achso, ich hätte eigentlich erstmal das da drunter machen sollen. Aber ich glaube, jetzt kann ich hier nämlich nicht mehr dran schleichen. Holy shit. Holy shit. Ich shit mir in my shit. Shit, shit. Gut, die kommen wahrscheinlich wieder alle später ab. Ich mache es jetzt nur einfach der Vollständigkeit halber. Weil es auch dumm ist. Was tue ich hier gerade? Naja. Solange mich niemand darum betet, aufzuhören, bittet darum aufzuhören, kann es ja nur richtig sein. So, erstmal home gehen. Und eine Runde pennen gehen. Dankeschön. So, lass mich durch. Ich bin Arzt. Ich überlege gerade. Achso, siehst du, wir kommen gar nicht mehr hoch. Ich mach mal kurz hier. Temporäre Leiter. Ich glaube, wir doch können wir die Dinger hier direkt rausschlagen, weil sonst haben wir später zu wenig von den Dingern. Wundern uns denn, warum wir zu wenig davon Dinger von den Dingern haben? Wobei kann eigentlich auch nicht sein, weil ja, nee, wir wollen erstmal die beiden. Nee, macht keinen Sinn. Macht gar keinen Sinn. So, muss ich mal überlegen. Hier kommt so ein schräges Ding ran. Das heißt, das hier sieht man gar nicht. Oh, Alter. Ich kann es mir gerade im Kopf nicht wirklich gut vorstellen. Nee. Ich mach erstmal das Dach hier vollständig und dann gucken wir, wie wir die Verbindung da bauen. Beziehungsweise, wir können die Verbindung jetzt schon bauen. Wäre auch eine Option. Das heißt, du kommst. Ah, nee, halt. Kommst du nicht. Hier kommen diese anderen Dinger ran. Wovon wir keine haben. Müssen wir erstmal welche bauen? Wir brauchen 4 Stück. Das heißt, wir machen erstmal hiervon. So. Dann gib mal ein paar her. Und dann brauchen wir wirklich nur 4 Stück? Ja, doch, eigentlich ja. Genau, wir brauchen 4 Stück. Warum kriegen wir jetzt 5 davon? Warum haben wir jetzt einen Rest? Ja, wohl genau 8 trotz werden. Kann man die rekombinieren? Nö, kann man nicht. Gut, müssen wir später wieder verwenden oder irgendwie sowas. I don't know. So. Einer kommt nach da, einer kommt nach da. Den sieht man nicht. Boah, das wird. Boah, Alter. Oh, das wird doch komplizierter, als ich dachte. Machbar, keine Frage. Aber scheiße kompliziert. Scheiße kompliziert. Ja, hier wär's jetzt verloren. Oder Schraubendreher. So, das heißt, du kommst daran, du kommst daran. Jetzt klatschen wir hier mal ein Gegen, der ist richtig rotiert. Den kopieren wir daran, daran. Das heißt, hier müssen diese komischen Eckdinger rein.
Brauchen wir nämlich auch noch. Uah, aua. Das war ein harter Fall. Ich mache mal kurz hier ein paar rein. Und dann nehmen wir uns mal ein paar von. Wo sind die? Alter, bei der Texte kennt man gar nichts. Ach, da. So. Ach komm. Also auf jetzt. Das geht auch nicht. Da muss ich erst auf den ersten Block da reinklatschen. Das ist doch nicht wahr, Leute. Was ist denn los mit euch? Wollt ihr mich verarschen? Hammer Nackheim. Dankeschön. Hey, Dankeschön. Achso, hier war noch einer. Ich wollte gerade sagen, wie kann eine ungerade Zahl rauskommen? Macht ja gar keinen Sinn. Huh, wie war das? Wir nehmen noch ein bisschen Dirt mit. Weil wir werden wahrscheinlich ein Baugerüst brauchen. Innen drinne. Das wird echt ganz schön. Boah, Alter. So eine L-Dächer und dann auch noch auf zwei verschiedenen Höhen. Digga, das zerfickt einmal auch den Kopf. Da bleibt ja nichts mehr übrig. Von Menschlichkeit. So, du nach da und du nach da. Hier passt das jetzt schon mal. Das gleiche passiert dann einmal hier, einmal da. Da kommt das. Nein, doch. Das. Doch, genau, so ist richtig. Genau. Das geht dann nach da. Und hier kommt sogar auch noch einer hin. Das heißt, auch der muss weg. Das wird nichts, das kapiere ich mal. So. Genau, und jetzt können nämlich hier denn die Dinge einfach fortgeführt werden. Das, genau, das funktioniert. Das funktioniert. Dann mache ich erstmal nur die Außenhaut und die Innenhaut müssen wir komplett von innen machen. Denn die wird nochmal genauso abstrakt. Da führt kein Weg dran vorbei. Ungefähr so. Ja, das sieht schon mal gut aus. Das kann man auf jeden Fall so machen. Hier passt es auch alles. Alter. Was machen wir hier für eine Scheiße? Wer kommt auf so eine Ideen? In nächster Folge geht's weiter. Von daher, bis dann.